Er ist komplett voll. Ja. Das ist tatsächlich irgendwie Absicht gewesen, weil Pazzi gibt das immer nur aus dem einen raus und verteilt es danach weg. Das Problem ist bloß, wenn das hinten dran voll wird, dann kommt nichts mehr weiter. Es kann nicht mehr abverteilen. Der splittert hier raus. Ja, ja, der splittert hier aus den Doppelfiltern weg. Aber die Tanks sind quasi voll. Ich kann das natürlich jetzt hier vielleicht sogar lösen. Auch wenn das eine Fummellösung ist. So. Jetzt machen wir was ganz Ekelhaftes. Liefer das wieder zurück an den Port. Das, was ich hier gerade baue, sieht aus wie eine große Schüssel Spaghetti, nachdem ich das erste Mal reingegriffen habe. Geil, Spaghetti. Ja, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Da komme ich jetzt wieder nicht unten durch, ne? Wir liefern nur an den Port an, weil das Zeug muss ja eh hier fort. Dann lösen wir das Problem hier von alleine. Und das Öl hier kann ja auch supplied werden. Das wird auch supplied. Refined Oil. Warum wird das nicht geholt? Weil wir das nicht anfordern. Das könnten wir machen. Ich muss bloß den Port finden, der das macht. Ich glaube, es ist einer, der hier ist es. Und der gibt an den hier hinten ab. Dann müsste das klappen. So. Genau, hier. Hier ist der erste Teil des Ganzen. Und der zweite Teil ist da hinten. Und zwar könnten wir jetzt hier Refined Oil anfragen. Hier packen wir einen Space Warper rein. Gut. So, und jetzt kommt Refined Oil hier rein in das System. Ja. Hier lösen wollen. Ich habe schon eine Idee, wie wir das lösen wollen, aber dazu muss ich hier mal ganz kurz weg nochmal. Wir wollen das ja durchgehend haben, dass es zukunftssicher ist. Und verteilen das hier über das Teil hier wieder weg. Ist nicht schön, aber es funktioniert für den Moment erstmal, dass wir auf keinen Fall mehr in den Ölengpass kommen. Der tatsächlich jetzt sogar wieder da ist. Der Ölengpass ist weg, ja. Wir haben mehr als genug ausreichend Öl dafür. Eieiei. Kann ich das so bauen?
So klappt's aber sehr wohl. Okay. Dann brauchen wir hier Chemical Plants. Und zwar wollte ich hier... So, wir legen das mal rein und schauen mal, was passiert. Das passt so ganz gut. Dann brauche ich Wasser, so wie ich das sehe noch. Ja. Es ist jetzt was völlig anderes als das, was ich ursprünglich eigentlich vorhatte. Aber bestimmt auch schön. Ich versuche gerade unser Sulfurik ein wenig zu steigern, damit wir Graphen danach ein wenig steigern können, wenn dann endlich ein bisschen was im Hang, also im Lager ist. Aber wir brauchen einfach mehr. Wir brauchen generell einfach mehr von dem Stuff. Ich stimme dir da vollständig zu. So, Diamanten sind unterwegs ins Weltall. Gut, sehr gut. Und dann brauchen wir, glaube ich, nur noch Steine hier und dann müsste das alles gut werden. Markus, danke für deinen verschenkten Sub an Flip! Danke vielmals! Flip im 8. angekommen. Warum habe ich das jetzt nicht gebaut? Also Sulfuric Acid ist natürlich so der absolut letzte Schlons, ne? Also das hast du immer zu wenig, du brauchst immer mehr von dem blöden Zeug und es ist einfach ätzend. Es ist einfach nur ätzend. Und vor allem in jedem Spiel, in dem Schwefelsäure vorkommt. Ja, ich sehe da eindeutig... Das ist in Factorio auch nicht angenehmer. Das ist furchtbar, ne? Schwefelsäure ist irgendwie so ein Ding. So ein ekelhaftes Ding, ja. Mhm. So, jetzt pass auf, wir brauchen da einmal diese Verarbeitung hier oben. Wie weit kann ich denn damit hochbauen? Bis hier oben geht's. Ich werde das so weit wie möglich nach oben ziehen. So, dann brauchen wir jetzt den Output von dem Stone. Den ziehe ich jetzt hier mal hinten rum. Auch bis hier ungefähr. Und dann ziehe ich den hier auch noch rüber. Müsste jetzt eine Sekunde dauern und dann klappt das wieder besser. Hier geht gerade so ein Donnergrollen im Hintergrund, dass ich jetzt doch die Kopfhörer gar nicht gehört habe, aber ich habe es gespürt. Oh. Ist es schon soweit? Es ist offensichtlich soweit. Die ersten Feuerwehr-Sirenen sind auch schon zu hören. Mhm. Ja. Herrlich. Warum sucht ihr nicht einen Sulfuric Acid Planeten? Ja, da wollen wir hin. Genau das ist der Plan gerade. Ich meine, die würden sogar stehlen, aber wo kann ich so einen Planeten stehlen? Wir wollen genau das, ist tatsächlich die Überlegung gerade. Wir versuchen gerade unsere Space Warper Produktion etwas nach oben zu bekommen. In der Hoffnung, damit dann, beziehungsweise überhaupt mal anzustarten. Das ist eigentlich so der erste Plan. Und wenn wir das erledigt haben, dann ist die Produktion hoffentlich in der Lage, Space Warper für uns herzustellen. Und dann geht's weiter. So, jetzt müssten wir deutlich mehr auf diese Leitung dann draufdrücken.
jetzt euer Problem eigentlich? Wasser ist euer Problem, das kann doch nicht wahr sein. Kommt hier zu wenig durch. Da kommt zu wenig durch. Hier aber auch. Das klappt auch noch nicht mit dem Wasser. Ah! Emotes! Bitteschön. Die Frage ist, ob ihr genug Strom habt. Ja, wir werden das nicht mit einem Sprung schaffen. 3 Lichtjahre werden wir auf keinen Fall schaffen. Ich denke eher, wir brauchen pro Sprung von einem Stern zum nächsten so 3 Warper rum. Und müssen uns dazwischen immer wieder mit Fuel Rods auffüllen. Das ist, denke ich mal, ein sehr realistisches Szenario. Jetzt kommt gleich ein bisschen Mark II Benders. Und dann liefern wir hier aber auf einer anderen Ebene an, ne? Hab ich das jetzt nicht verbunden? Jetzt. Ich bin gespannt. Also Wasser ist auf jeden Fall ein Mangel. Ein richtig dicker Mangel sogar, den wir haben. Da brauche ich auf jeden Fall noch mehr als die 3 Pumpen hier. Gut, und da oben ist es genau dasselbe in grün. So, Leute. So. Lass uns mal Pumpen bauen, ey. So, Leute. Da brauchen wir auch nochmal mehr Pümpchens. Da kommt einfach zu wenig raus. Und dann schauen wir einfach, wo die Reise hingeht. Schauen wir mal, was sagt Sulfuric gerade auf einer Stunde. Wir produzieren 1200 theoretisches Max bei 820 theoretisches Max-Verbrauch. Sind auch jetzt schon in der Produktionsrate über dem, was wir tatsächlich verbrauchen können. Das bedeutet, das ist eigentlich schon mal sehr gut. Und wenn wir das jetzt noch ein bisschen weiter steigern, dann freuen wir uns auf jeden Fall noch mehr. Durch. Wunderbar. Hier ist auch fertig. Also wir steigern gerade unsere Schwefelsäure in Ultimo, ne? Also das läuft gerade richtig schön. Könnte noch ein bisschen schneller laufen, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, wird das ganz cool eigentlich. Die Produktion hier hinten läuft tatsächlich auch mal Vollgas. Oder? Naja, Vollgas ist ein bisschen übertrieben, aber besser.
jetzt fehlt's da. Das ist doch zum Kotzen. Also, was fehlt jetzt? Graphit. Also Graphit wird mittlerweile eigentlich von Space Stations geliefert. Ja, das Problem ist allerdings, dass diese Verarbeitung hier das nicht tut. Das ist schlecht. Weil hier steht zwar ein Spaceport daneben, aber das ist scheinbar gerade so eine andere Geschichte gewesen. So. Ich habe keinen Stahl. Graphit wird tatsächlich nicht von Ports geliefert. Zumindest ist unsere Produktion zu langsam dafür. Das kann sein. Also das, was ich da auf... Wo war das? Ja, wieder zwei vorhin gebaut habe, sind irgendwie... Ja, so ein Belt. Nee, das ist zu wenig. Das reicht für diese Produktion nicht aus. Ich habe es jetzt schon gestärkt. Also das müsste jetzt besser klappen. Schauen wir mal. Die Produktion müsste jetzt eigentlich nach oben gehen. Und zwar deutlich stärker. Ja, schaut gut aus. Staut sich sogar zurück. Sehr gut. Das heißt, die Graphitproduktion müsste jetzt zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder ein bisschen mehr mit Schmackes arbeiten. Ja, und die wird auch geholt. Passt. So, Leute. Wir produzieren keine Warper aktuell. Wir produzieren keine Partikelcontainer. Wir hatten... Doch, wir produzieren welche. Okay, Strange Matter produzieren wir noch nicht. Das weiß ich aber auch, glaube ich, woran das liegt. Weil ich bin mir... Hast du Linsen gegessen? Ich glaube, ich habe die... Habe ich die gebaut? Ja, ne? Nee. Habe ich diese Türme gebaut? Ich kann es euch nicht mehr sagen, ob ich die Particle Collider gebaut habe. Nee, das ging ja nicht, glaube ich, oder? Hier echt Dinger irgendwo? Oil Extractor? Refineries? Ich hätte schwören können, ich habe die irgendwo gebaut, aber ich... Das Blöde ist, du kannst nicht von einem Planeten auf den anderen in die Detailansicht gehen. Du musst drüber jumpen, sonst geht's nicht. Ja, das ist blöd. Also was auf jeden Fall ist, wir produzieren jetzt wirklich gut Graphit. Graphen. Das höre ich gern. Wir produzieren... über 10 pro Minute dauerhaft mehr. Ich schaue jetzt mal gerade ganz kurz in 10 Minuten. Wir produzieren deutlich mehr auch da. Also die Produktion läuft absolut konstant. Der Verbrauch schwankt, aber das liegt halt einfach daran, dass wir halt immer, dass wir jetzt erstmal das Netz mit dem ganzen Zeug fluten müssen. Aber jetzt kommt wenigstens auch da wieder was an. Was wiederum heißt, dass eigentlich unsere Dyson-Sphäre demnächst, unser Dyson-Schwarm jetzt mal wieder bei Gelegenheit befeuert werden sollte. Bin ich vollgeladen mit allem? Ja, irgendwie schon. So. Ich habe das alles gebaut gehabt, fürchte ich oder vermute ich. Ich fliege mal nach Sadira 2 rüber und schaue mir mal die Produktion dort an, ob die jetzt ein bisschen sportlicher läuft. Ja, wir haben immer noch ein Solarsegelproblem. Ja, die hängen noch an dieser Graphen, an diesem Graphenengpass rum. Das wird noch eine ganze Weile dauern, fürchte ich. Und Zappes, wie läuft's bei dir so? Oh, kann eigentlich nicht klagen. Das höre ich gerne. Ich denke, unsere Diamantproduktion sieht eigentlich relativ stable aus. Geht die schon in den Spaceport rein? Oh ja. Oh. Ah ja, es fliegt auch gerade ein Diamantfrachter an mir vorbei. Es kam gerade aus dem toten Winkel.
Ja, unser Schwarm, Dyson-Schwarm ist schon äußerst nicht so zusammenhängend. Ja, da fehlen schon Teile wieder ein bisschen. Wir haben auch 7000 Segel im All rumfliegen, aber es werden jetzt wahrscheinlich ganz schnell ganz viel weniger. Weil das Ende deren Lebenszeit ist bald erreicht und ohne Graphen wird diese Produktion auch erstmal zumindest eine Zeit lang nicht so gut funktionieren, fürchte ich. Wir produzieren zwar deutlich drüber, über das, wir haben so 16 pro Minute, die wir mehr produzieren, als wir brauchen, aber das wird eine ganze Weile, bei den geringen Mengen wird das einfach eine gigantische Menge an Zeit brauchen, bis das sich komplett in unserem Netz verteilt. Wir produzieren das Zeug schon. Das ist gut. Und das wird schon weitergegeben, oder? Oh no! Oh no? Ignoriere alles, was du gerade siehst. Du sprengst Sachen? Ich habe gerade einen Haufen. Warte mal. Tut mir leid. So. Das sieht spektakulär aus. Ja. Ich habe das falsche Zeug angefordert. Ich wollte nicht Hydrogen hier anfordern, sondern Deuterium. Und wir haben Deuterium aufgrund von unserem Gasriesen. Deswegen habe ich noch vorhin gesagt, das werden wir irgendwann mal brauchen, ne? Ja. Und mein Inventar ist halt komplett voll mit dem Zeug. Ich muss mal ganz kurz. Noch ist es Hydrogen auf dem Band. Ich warte drauf, bis der Greifarm vor mir reagiert. Fertig. Ich verschüre jetzt die nächste Zeit wohl ein bisschen Hydrogen. Ach, jetzt weiß ich, was das Problem war. Ja, da sind nur vier Raumschiffe drin. Ja. Kann ich welche produzieren? Zwei, immerhin. Okay. 1600 Deuterium ist jetzt in Transit. Das wird schon mal deutlich helfen. Alle unsere Raumschiffe sind auf dem Weg. Das ist eine gute Sache für uns, weil wenn das nämlich jetzt anläuft, produzieren wir den anderen Blödsinn nämlich auch. Hier kommen auch schon die Zappis-Diamanten an. Sind auch schon 3700 da. Das heißt, wenn jetzt der erste Deuterium-Frachter hier gleich landet, dann beginnen wir in sehr, sehr kurzer Zeit darauf mit der Produktion, und da kommen sie auch schon, mit der Produktion von unseren Space Warpern. Juhu. Deuterium geht raus. Ja, ja, Leute, immer mit Ruhe. Ich habe den Filter noch nicht angepasst. Ich wollte auch noch nicht, dass es losgeht, bevor ich soweit bin. Seid schon gestresst heute, Leute. Was ist denn los? Es liegt an der Wärme, ne? Ich weiß. Mir ist auch warm. So. Entschuldigung, macht nix. Wir schieben das alles auf die Wärme, weißt du? Das ist kein Problem. Und? Saug an. Jawohl. Was für eine Wärme. Sag doch sowas nicht. Die Produktion läuft. Die Strange Matter ist am Laufen. Oh, geil. Das heißt, das dauert jetzt. Das ist ja. Ja.
Hier, ja, hier kommt's. Hier kommt's. Meilenstein. Perhaps is what we've been looking for. Not perhaps. Okay, also das Schöne ist, ich glaube, dass der Gasriese macht jedes Mal irgendwas anderes. Auf meiner eigenen, auf meiner Offscreen-Welt macht er, glaube ich, Fire-Eyes. Das ist auch sehr geil, wenn du das hast. Weil damit kannst du, glaube ich, tatsächlich... Was kannst du mit dem Fire-Eyes machen? Das war doch auch für irgendwas sauwichtig. Für die Graphenproduktion war das tatsächlich sauwichtig. Da gibt es ein alternatives Rezept, womit du aus Fire-Eyes quasi Graphen herstellen kannst und Hydrogen. Und das war sehr, sehr hilfreich für mich wiederum. Hat aber länger gedauert, Space Warper zu bauen, weil ich das Deuterium jetzt quasi nicht so billig bekommen habe. Hm. Ja, es kommt wahrscheinlich darauf an, was du da für einen Gasriesen hast. Ja, 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 wie gesagt, da macht jeder irgendwie ein bisschen was anderes. Wenn du jetzt im nächsten Stern quasi wieder einen anderen Gasriesen drin hast, dann kann er natürlich was völlig anderes machen. Auch komplett Sachen, die wir noch nie gesehen haben. So, jetzt produzieren wir mit den ersten Dingers die Linsen. Ja, frische Linsen. Ja, ich würde mal vorbeikommen und es mir anschauen, aber... Ja, komm ruhig. Also, noch dauert ja, noch... Wir haben einen Gasriesen zwischen unseren beiden Planeten. Ah, stehen die, ist die Konstellation ist quasi gerade schlecht. Es ist gerade nicht so... Ja, ist nicht so die Saison, ja. Ach, no risk, no fun, mal schauen, ob ich dran vorbeikomme. Linsen mit Suppengrün, aber hallo. Donau, auch einen wunderhübschen guten Abend. Ich schaue jetzt gerade mal. Okay, die ersten Linsen sind auf dem Weg zum ersten Port, werden dann zum zweiten Port weitergegeben und laufen dann auf dem langen Band Richtung Space Warper raus. Ich bin interessiert. Ey, unser Graphen macht gute Sachen. Es wird dringend angefragt, aber ich glaube tatsächlich, dass unsere Gesamtproduktion wieder läuft. Ja, das sieht ganz gut aus. Ja. Es braucht immer momentan ein bisschen, um die, Grafiken anzupassen. Das hängt gerade so ein bisschen. Okay, hier müsste der erste Warper gleich kommen. Na komm, gib Warper. Ja, er baut. Ah ja, ich weiß nicht, ob du es gerade gelesen hast, aber Jaboy-Hacker oder Jaboy-Hacker war unterstrich der unterstrich Franke schenkt einen Sub an Susa unterstrich Nina 67. Ah, schön. Ey, Markus, danke für deinen Verschenken an Suseline im 16. Monat. Vielen lieben Dank für den lieben Support. Eisriesen sind ja Magnum Mandel. Space Warper laufen. Space Warper kommen gleich an. Ah, geil, geil, geil. Die Ports krallen sich die aber, ne? Also es kann ein bisschen dauern, bis die auftauchen im System, weil die Space Warper werden als allererstes an die Raumschiffe weitergegeben. Das ergibt Sinn. Weil die wollen ja natürlich auch warpen, ne? Irgendwann mal. Und hier ist zum Beispiel jetzt einer drin. Ich weiß nicht, zwei sind drin. Also die ersten Warper kommen jetzt hier wohl rein, aber sie tauchen hier in der Übersicht noch nicht auf. Man sieht es nur, wenn man mit der Maus über den letzten Spaceport in der Reihe hovert, wo ich stehe. Amaro, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Versucht die Warper aus grüner Forschung herzustellen, da bekommt man wesentlich mehr raus. Ja. 8 Stück, ne? Aber haben wir, warte mal, grüne Forschung haben wir noch gar nicht. Soweit sind wir noch nicht. Aber die Idee ist natürlich da, ne? Jetzt, ich bin nur erstmal froh, dass überhaupt diese Kette an sich funktioniert, die wir ja gerade machen. Wie gesagt, es ist für mich fein, wenn das langsam geht, aber stetig. Ja. Momentan produzieren wir in, warte mal kurz. Wir produzieren 4 Warper, 5 Warper die Minute ungefähr. Sechs Stück sind da drin. Ich weiß gar nicht, wie viel der einlagert, ehrlicherweise. Habe ich da noch nie drauf geachtet. Was mir bisher auch egal war.
jetzt mache ich gleich mal was ganz Besonderes, Schnuckeliges. Schnuckelig? Ja, ich baue hier einfach nur mal ein Lager hin. Ja. Dass hier so ein paar Space Warper ganz gemütlich abgreift und einen Provider drauf hat. Und ich habe sogar Drohnen dabei. Weil dann können wir die hier nämlich auch anfordern. Bekommen. Welche sind das? Das sind die hier auf dem Band rausgehen, ne? Auf dem äußersten. Da wo du stehst. Im Prinzip an der Ecke kannst du es theoretisch schon hinsetzen.